Sarah ist eine extrem kompetente Friedenspolitikerin, die es immer schafft, die großen und langfristigen Visionen in pragmatische Schritte im Hier und Jetzt herunterzubrechen. Was Sarah politisch antreibt und sie ausmacht, das ist ihre Leidenschaft für die Friedenspolitik. Ich kenne sie seit Jahren, wir haben zusammen in den Bundesarbeitsgemeinschaften Politik gemacht. Und wenn es eine Person gibt, die die Friedenspolitik bei den Grünen in den letzten Jahren weitergebracht hat, dann ist das Sarah Nanni. Wir brauchen Sarah im Bundestag, weil sie eine starke Stimme für Friedens- und Sicherheitspolitik ist. Sarah ist eine starke Persönlichkeit mit starken Überzeugungen, die aber auch gleichzeitig eine sehr starke Durchsetzungskraft und Umsetzungskraft mitbringt. Winnie Nachtwey und Friedjof Schmidt haben hier über Jahre großartige Arbeit gemacht. Und jetzt wird es Zeit, dass eine kompetente Frau übernimmt. Sarah Nanni gehört als Sicherheits- und Friedenspolitik-Expertin in den Bundestag aus Düsseldorf. In diesen Zeiten der globalen Krise brauchen wir in der Grünen Bundestagsfraktion Ihre außenpolitische Expertise ganz, ganz dringend. Sie ist persönlich eine leidenschaftliche Außenpolitikerin, die aber auch politisch es weiß, Unterschiede zu überbrücken und eine gemeinsame Vision für die Zukunft zu entwickeln. Sarahs Herz schlägt für Friedenspolitik, es bringt Fachwissen mit ein und Sarah ist eine Person, die steht für das, woran sie glaubt. Ich kenne Sarah vom BAG Sprecherinnenrat. Dort habe ich sie immer als einen der aufmerksamsten und kritischsten Köpfe im Raum erlebt. Und das macht sie auch aus, ihr scharfer Verstand und ihr großes Engagement für ihre Themen. Ich durfte mit Sarah eine Bundesarbeitsgemeinschaft leiten und es war wirklich eine tolle Zeit. Sarah war immer in ihrer Argumentation extrem fundiert, extrem klar, klug und trotzdem inklusiv und sehr gut organisiert. Und mit ihr werden wir Grüne eine unglaublich intelligente Friedenspolitikerin haben und ich glaube, genau das ist es, was wir brauchen. Sarah ist eine Meisterin der leisen und auch mal lauten Töne, immer im richtigen Moment. Sie steht inhaltlich für eine grüne Friedenspolitik, für eine Entwicklungspolitik und Außenpolitik, die nachhaltig und gerecht ist. Und dabei versucht sie, möglichst viele Menschen in und außerhalb der Partei mitzunehmen. Die Welt braucht mehr weibliche und überzeugende Stimmen für echte Friedenspolitik. Und genau deshalb brauchen wir Sarah auch im Bundestag.